Und wir berichten in dieser Sendung noch über eine Debatte in den Niederlanden. Dort will ein Politiker Obdachlosen oder Prostituierten verbieten, Kinder zu bekommen. Mehr dazu nach den Kurzmeldungen. Der in Leipzig festgenommene Terrorverdächtige Chaber A. soll nach Angaben der Ermittler Kontakte zur Terrormiliz IS gehabt und einen Bombenanschlag in Deutschland geplant haben. Zwei Landsleute hatten den Syrer in ihrer Wohnung gefesselt und der Polizei übergeben. Das Land Kärnten ist seine Haftungen von rund 11 Milliarden Euro für die frühere Hypoalpe Adria Bank los. Fast 99% der Gläubiger haben das zweite Rückkaufangebot angenommen. Die rot-schwarz-grüne Koalition ist erleichtert, eine Pleite des Bundeslandes sei vom Tisch. Kritik kommt von der Opposition. Fritz Neugebauer ist als Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, kurz GÖD, zurückgetreten. Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter, ÖGB-Vizepräsident und Vorsitzender der Christgewerkschafter Norbert Schnedl. Neugebauer bleibt im Vorstand und Präsidium der GÖD. Der südkoreanische Smartphone-Hersteller Samsung hat die Produktion des Smartphones Galaxy Note 7 vorläufig eingestellt. Das berichten US-Zeitungen. Samsung äußerte sich zunächst nicht zu der Meldung. Am Wochenende wurde bekannt, dass auch bei ausgetauschten Geräten Brandgefahr bestehen soll. Der polnische Regisseur und Oscar-Preisträger Andrzej Wajda ist gestorben. Wajda galt als einer der größten Regisseure in der Geschichte des polnischen Kinos. Der Film- und Theaterregisseur engagierte sich stets politisch. Andrzej Wajda wurde 90 Jahre alt.